Das Rhein-Main-Gebiet ist ja vor allem für Banken und Börse bekannt, aber es gibt auch viele kreative Menschen wie zwei Künstler, die das Projekt M ins Leben gerufen haben. Sie wollen zeigen, dass Frankfurt noch viel mehr kann, als nur Geldgeschäfte zu machen. Tatjana Witschorek und Christian Körner. Frankfurt am Main, Bankenmetropole. Die Arbeit der meisten hier dreht sich um Geldanlagen, Sparbücher und Kredite. Was hier zwischen den riesigen Hochhäusern verschwindet, will ein Designer mit seinen Schülern groß hervorheben. Künstlerische Kreativität. Für die nächsten zwei Wochen wohnen 40 Studenten aus aller Welt gemeinsam in einem Containerdorf am Offenbacher Hafen. Der Verein Frankfurt Rhein-Main fördert die kreativen Köpfe und zeigt sich begeistert von dem Zusammenschluss scheinbarer Gegensätze. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieser vermeintliche Gegensatz, eine sehr ökonomische Region, Finanzplatz, Verkehrsdrehscheibe und viele andere Dinge, die man hier nennen kann, mit einer jungen Kultur vielleicht doch anders umgehen muss oder dass wir hier noch mehr attraktive Institutionen schaffen müssen, damit eben junge Leute in der Welt auf uns aufmerksam werden. Erst einmal frühstücken und Kraft für den Tag tanken. Die Studenten aus den USA, Deutschland, Korea, Indien und der Schweiz trafen sich heute am Offenbacher Hafen zum Gedankenaustausch. Gemeinsam verfolgen sie ein klares Ziel: ein Stück die Welt verbessern. Und das mit äußerst kreativen Mitteln. Denn die Männer und Frauen sind Künstler. Die Aktion mit dem Namen Project M findet einmalig in Deutschland statt. Der Initiator ist Designer John Bielenberg. Project M ist ein Experiment für junge kreative Leute. Ich bringe sie an einen Ort, der für sie ungewöhnlich ist. Dort entwickeln sie ein Projekt. Es ist dafür da, junge Leute anzuregen, damit sie einen positiven Anstoß haben, ihre Zukunft zu formen. Das Projekt gibt ihnen den Rahmen dazu. Der Weg ist also geebnet. Doch was versprechen sich die Studenten von dem Projekt? Das ist eine Möglichkeit, sich sehr frei zu entfalten, ohne dass primär erstmal ein wirtschaftliches Interesse dahinter steckt, sondern man kann einfach seine Ideen freien Lauf lassen und sagen, ich sehe in der Idee oder in einer anderen ein großes Entwicklungspotenzial und man kann mehr nach moralischen Gesichtspunkten handeln. Seit ihrem Einzug in das Containerdorf am Sonntag haben die kreativen Köpfe schon viel nachgedacht. Ja, heute ist der dritte Tag. Gestern Abend haben wir ein wildes Brainstorming mit der ganzen Gruppe gemacht und haben einfach mal irgendwie alle haben Ideen aufgeschrieben. Und heute früh haben wir ausgewertet, welche unsere Lieblingsideen waren, haben abgestimmt und haben uns jetzt in Gruppen zusammengefunden zu den Lieblingsideen quasi und brainstormen jetzt wieder, wie wir die Ideen verwirklichen können. Gemeinsam entwickeln sie Ideen, die jedoch nicht in Worte zu fassen sind. Und was genau das Ergebnis des Projektes sein soll, weiß zur Stunde noch keiner konkret. Ja, das ist noch relativ offen. Also das gibt eben nur die Bedingung, dass wir etwas im öffentlichen Raum schaffen wollen oder sollen. Wollen, würde ich eher sagen. Und dass es etwas Positives sein muss. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass was unheimlich Tolles entstehen wird. Also es sind viele gute Ideen in den Startlöchern. Bis zum 13. September sollen die Ergebnisse präsentiert werden. Wie und ob sie die Region verändern werden?